Großbritannien jubelt über die Geburt des neuen Thronfolgers. In Japan, als ältester Monarchie der Welt, wurde Prinz Hisahito sogar noch sehnlicher erwartet. Denn den Chrysanthementhron dürfen nur Männer besteigen. Und der inzwischen 6 Jahre alte kleine Prinz ist der erste männliche Nachwuchs in der Kaiserfamilie seit mehr als 4 Jahrzehnten. Hisahito wird strengstens abgeschottet. Ich denke nicht, dass Prinz Hisahito Videospiele auf seinem Handy spielt. Aber solche Dinge hängen von ihm selbst ab und davon, was seine Eltern entscheiden. Es ist tatsächlich nicht so anders als in anderen Familien. Als erstes kaiserliches Kind geht Hisahito nicht in die private Grundschule des Palasts. In der Öffentlichkeit ist der Junge trotzdem äußerst selten zu sehen. Und Informationen über Japans Kaiserfamilie dringen so gut wie nie an die Außenwelt. Die Frage ist nicht, ob die Familie oder der Kaiserpalast Journalisten unter Druck setzen. Das Problem ist, dass sich Journalisten selbst zensieren. Wenn sie heikle Informationen haben, beschließen sie untereinander, darüber nicht zu berichten. Denn sie fürchten, dass der Palast darüber nicht glücklich sein könnte. Hisahitos große Schwestern haben etwas mehr Freiheiten. Sie kommen ja auch nicht für den Thron in Frage, sondern erst ihr Onkel Naruhito, dann dessen jüngerer Bruder, ihr Vater Akishino. Dass die Regeln zur Thronfolge in Japan so bald geändert werden, erwartet hier kaum jemand. Die Geburt von Hisahito hat die Diskussion darüber im Keim erstickt.